Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mich mit Kai Dittmann getroffen. Ich denke, die meisten von euch werden ihn schon kennen und habe mich mit ihm über die letzten 6, 7 Jahre Erfahrung im Bereich Haartransplantation ausgetauscht. Wir machen ja beide schon sehr, sehr lange YouTube, haben beide 2 Haartransplantationen hinter uns und alles, was wir so erlebt haben in den letzten Jahren, lassen wir ein bisschen Revue passieren und geben euch dabei auch wertvolle Tipps und Erfahrungen mit auf den Weg, die wir die letzten Jahre gemacht haben. Vorab möchte ich aber ganz kurz, und ich mache auch direkt hier oben irgendwo Werbung, ich mache sowas da so gut wie nie, aber in dem Fall mache ich es gerne, weil ich für euch was ganz Cooles kurz vor der Weihnachtszeit habe. Und zwar bis Ende diesen Jahres, also im ganzen Dezember 2023, könnt ihr mit dem Code MikeFree, ich schreibe euch den Code auch nochmal in die Kommentare, ihr könnt ihn einfach kopieren und dann bei Hairfluencer, dem Online-Shop für Haar Pflegeprodukte oder Produkte, gerade auch speziell für Haarausfall, für die Zeit nach einer Haartransplantation, der ist ja sehr spezialisiert. Dort könnt ihr den Rabattcode nutzen, um versandkostenfrei bestellen zu können. Das heißt, ihr bekommt hier durch den Code keine Mehrkosten, sondern ganz im Gegenteil einen Rabatt, und zwar die Versandkosten, die ihr euch sparen könnt. Und meine Produkte, die ich euch grundsätzlich empfehlen würde, die ich auch dort selber bestelle, sind einmal Expezia-Tabletten, empfehle ich grundsätzlich zu jeder Zeit, wenn du unter Haarausfall leidest, die einfach immer wieder zu nehmen und zu bestellen, die gibt es dort. Und für die Zeit nach der Haartransplantation speziell ein Aloe Vera Spray oder auch Aloe Vera Gel, beides dort im Shop zu finden. Für die erste Zeit, gerade im Spenderbereich, absolute Empfehlung von mir, die beiden Produkte. Es gibt noch viele weitere tolle Produkte, checkt einfach den Laden gerne mal ab. Und wenn ihr da Versandkosten bei bestellen wollt, dann nutzt meinen Code. Wie gesagt, unten in den Kommentaren ist der Rabattcode nochmal geschrieben. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, wie ihr seht, bin ich jetzt hier mit Kai und ich glaube, die meisten kennen ihn, aber vielleicht stellt sich auch ganz kurz mal vor für die Leute, die ihn ja nicht kennen. Ja, ich bin der Kai, habe selbst einen YouTube-Kanal und Mike und ich kennen uns jetzt bestimmt 5, 6 Jahre, oder? Ja, mindestens, ja. Wir hatten beide die erste Haartransplantation ziemlich gleich, ja, und seitdem seht ihr ja selber, was auf unserem Kopf passiert ist. Haare und einiges im Leben hat sich verändert. Ich kann ja mal die Vorher-Nachher-Bilder von uns beiden einblenden, damit ihr das mal seht. Wir haben ja viel gemeinsam. Wir haben relativ zeitnah mit YouTube angefangen, hatten auch relativ zeitnah die Haartransplantation. Ich glaube, ich war mal ein bisschen vor dir, aber zeitlich nimmt sich, glaube ich, gar nicht so viel. Ihr habt die Bilder jetzt auch vielleicht schon gesehen und ihr seht auch jetzt das Ergebnis von uns. Und Kai zeigt auch super viel auf seinem YouTube-Kanal. Genau. Ich verlinke euch den mal unter dem Video auch, könnt ihr auch gerne abchecken. Super interessanter Content. Aber heute will ich mal die Chance nutzen, weil du hier in Berlin bei mir bist, dir ein paar Fragen zu stellen, damit nicht immer nur meine Erfahrungen ihr hier hört, sondern auch mal die von anderen, in dem Fall von Kai. Und da kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie war das für dich mit den Schmerzen bei der Haartransplantation? Doch danach. Ja, das ist eine spannende Frage, weil zum einen, ich fange mal so an, bei der ersten Haartransplantation war es so, da habe ich nicht gewusst, was passiert. Und da war noch auch das ganze Know-how und die Entwicklung der Haartransplantation noch nicht so weit wie heutzutage. Du hast aber keine Videos, ne? Genau, noch keine Videos. Und da war halt ohne Vorankündigung die langen Spritzen, zack, in den Kopf. Da lag ich schon auf dem Stuhl und habe gedacht, was mache ich hier? Also es hat wehgetan, muss auch sagen, es war so in meinem Schmerzvergleich-Level, was ich im Leben habe, schon eins der größten Level, die ich erreicht habe. Es ging so ungefähr 5 Minuten, dann wurde es taub. Ja, und dann ging es auch. Also damals hat es wehgetan, aber jetzt zur zweiten Haartransplantation, da habe ich gewusst, was auf mich zukommt. Da gab es dann auch den, wie heißt es nochmal, mit dem Comfort-In? Ja. Genau, mit dem Comfort-In. Und da habe ich das alles ein bisschen einfacher weggesteckt. Ja, so war es bei mir. Wie war es bei dir denn eigentlich bei der ersten, bei der zweiten? Bei mir war es genauso. Ich habe immer gesagt, die Schmerzen sind so 5 Minuten lang, aber nicht am Stück. Sondern wirklich immer nur, wenn die Spritze kommt und diese Flüssigkeit injiziert wird, dann zieht das richtig doll. Aber dann ist auch wieder kurz Pause. Ich bin immer wie eine Frau, die wahrscheinlich Wehen hat und ein Kind bekommt. Immer so eine kurze Anspannung, also schon unangenehm. Dann mal wieder kurz Pause, dann ging es weiter und das ungefähr 5 Minuten lang. Genau. Ja, guter war bei dir auch die erste und die zweite ziemlich ähnlich vom Vergleich mit den Spritzen? Nee, die zweite war ein bisschen angenehmer, weil ich da Comfort-In-Methode mehr hatte. Bei der ersten hatte ich die nämlich nicht. Also kann man schon sagen, dass es mittlerweile nicht mehr so schmerzhaft ist wie früher, weil sie noch besser vorher vorbetäuben können. Aber da habe ich jetzt auch schon, wir sind ja jetzt schon länger auf dem Markt, wir waren ja beide bei vielen Kliniken. Bei der neuen Klinik, wo ich jetzt gerade in Deutschland sehr unterwegs bin, die verwenden wieder kein Comfort-In, die verwenden Botox-Spritzen. Das sind ganz kleine Nadelköpfe.
war schon bei einigen Patienten oder Bekleidungen dabei. Und bei dem einen war es sogar so, nach der dritten Spritze hat er mich gefragt, wann geht's los. Also da war ich selber erstmal so erstaunt, weil ich gedacht habe, okay, ohne Comfort in, der steckt das so weg. Ja, also wahrscheinlich tut sich viel auf dem Markt, das kann an vielen liegen, weil bei mir, so ist jetzt nicht übertrieben, war so die Spritzen, Hälse, Köpfe, keine Ahnung, wie es sich nennt, und die haben schon geballert. So, jetzt hast du ja gerade ein gutes Thema angebracht. Wir beide hatten unsere Haartransplantationen in der Türkei, bei jeweils immer verschiedenen Kliniken. Nichtsdestotrotz sind wir auch beide auf der Suche immer nach Alternativkliniken, einfach um den Leuten da draußen viele Möglichkeiten zu zeigen. Genau. Und auch einfach zu vergleichen, was macht eine Klinik besser, was macht andere Kliniken weniger gut. Und du hast mich jetzt auf eine deutsche Klinik auch gebracht. Ja. Was sagst du, sind so die größten Unterschiede zu einer Haartransplantation in Deutschland zu der in der Türkei? Genau, also das Thema sehe ich auch ein bisschen anders. Ich vergleiche es immer gern, wenn ich mit auch Patienten, Klienten oder weiß Gott, wie man euch da draußen nennt. Ich vergleiche es immer mit Fußballmannschaften. Das heißt nicht, wenn eine Klinik ganz lange oben in der ersten oder in den oberen Tabellendrittel mitspielt, dass sie das jahrelang weiterziehen. So war meine Erfahrung, so ist es von vielen Kliniken und deswegen schaue ich mich halt immer wieder um. Das heißt jetzt nicht, weil ich meine erste Haartransplantation vor 7 Jahren bei Elitair gemacht habe, dass da die Leute hingehen sollen. Dann die zweite war ja bei der Vera-Klinik. Meine Erfahrung war, dass die Kliniken sich dann immer wieder verändert haben und ich habe mir dann natürlich immer weiter mich umgeschaut und eigentlich war das Thema Deutschland für mich immer raus, weil die Qualität in Deutschland war eigentlich war lange nichts da. Genau, nie so, dass ich gesagt habe, hey, da kann ich die Leute hinschicken. Aber das muss ich auch sagen, das hat sich so vor 2 Jahren langsam gedreht und ich merke, dass auch in Deutschland mittlerweile sehr gute Haartransplantationen und jetzt haltet euch fest, zum mittlerweile manchmal zum ähnlichen Preis wie in der Türkei gemacht werden können. Und teilweise sogar günstiger. Genau. Also die Türken in Istanbul werden teurer und in Deutschland senkt sich der Preis und man spart sich die Flugkosten. Genau, und deswegen wurde ich auf dem Markt auch, habe da mein Auge drauf geschmissen und kann sagen, die Leute, was ich bisher nach Deutschland schicke, die kriegen ein geiles Ergebnis, weil die Teams, die kommen ja aus Istanbul, die holen die ja nach Deutschland, also die Qualität holen sie ja her und das zum fairen Preis. Ja, ja. Also ich habe mit Kai schon lange Kontakt, er hat mir schon lange von der Klinik immer erzählt. Ich verfolge das ja ganz auch immer sehr lange und ihr kennt mich, auf meinem Kanal mache ich immer wenig bis nie Werbung für Kliniken, da bist du ja ein bisschen offensiver. Deswegen kannst du auch gerne was über die Klinik sonst noch erzählen, ich für meinen Teil. Wenn ihr mich anschreibt per WhatsApp, erzähle ich euch alles zu jeder Klinik, die ich kennengelernt habe. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich da gerne kontaktieren. Aber auf Kais Kanal findet ihr eine ganze Menge zu der Klinik selber nochmal. Ne? Genau, also ich mache ja auch viele Bekleidungsvideos, dass Leute, die einfach sagen, sie wollen an die Hand genommen werden, weil sie sich nicht trauen, alleine durch die Haartransplantation. Das hast du ja auch schon gemacht. Dann begleiten wir die Leute, wenn wir das Zeitraum oder das Zeitfenster finden und gehen dann mit denen in die Klinik, betreuen sie bei der Haartransplantation, filmen sie auch, wenn sie es wollen. Und somit können wir halt wirklich sagen, wir waren dabei. Wir wissen, wie die Arbeit ist von den unterschiedlichen Kliniken. Wir wissen, auf was wir gucken müssen und sehen einfach, sitzen die Handgriffe, wie arbeitet die Klinik, was verwenden die da? Weil da gibt es ja auch eine ganz große, für mich Marketingnische, DHI ist nichts anderes wie Marketing, weil bei mir war es noch damals Slit-Verfahren, war wahrscheinlich bei dir auch. Ja. Die meisten von euch werden es nicht kennen. Ich finde immer noch die Saphir-Blade-Methode einer der besten Methoden, wo man viele Haare auf eine Haartransplantation in einer kurzen Zeit verpflanzen kann. Genau. Und deswegen wissen wir eigentlich schon, wenn wir irgendwo hingehen, auf was wir gucken müssen und können es dann mit gutem Gewissen euch da draußen empfehlen. Und dazu auch das, weil ihr ja immer sagt, ja, jetzt hast du mal vor, keine Ahnung, 2, 3 Jahren die Klinik empfohlen, jetzt wieder diese. Das liegt einfach daran, weil wir natürlich uns umschauen und immer gucken, wo kriegt ihr für euer Geld das Beste. Was anderes ist es nicht. Und was du gesagt hast, die Kliniken verändern sich ja auch personell und dadurch auch immer qualitativ. Nicht unbedingt, dass sie deutlich schlechter werden, aber es ist schwieriger durchzublicken, wer macht jetzt was und können sie die Qualität über Jahre halten. Fußball, perfektes Beispiel, so erkläre ich es auch ganz oft. Wenn wir mich fragen, wie ist die Klinik und wie ist die, beschreibe ich es ganz oft mit Fußballvergleichen. Die eine spielt im Mittelfeld der ersten Liga, in der Bundesliga und die andere ist Champions League-Niveau zum Beispiel. Ne? Und das variiert aber. Sowas kann man nicht immer halten, das hast du wunderbar erklärt. Und deswegen ist es wichtig und deswegen machst du das und deswegen mache ich es ja auch, dass wir uns trotzdem immer noch andere Kliniken angucken. Und wenn die über einen langen Zeitraum eine gute Arbeit gemacht haben, dann kann man die auch, denke ich mal, bedenkenlos empfehlen. Voll. Und das Nächste ist auch, weil viele ja immer schreiben, hey, ihr müsst zu dem und dem Doktor. Ich sage ja auch immer, es kommt ja auch immer darauf an, welche Zielgruppe, welche Preisspanne hat ein Patient. Es hat nicht jeder mal 5 bis 10 oder 15.000 Euro. Deswegen unsere Preisnische, sage ich mal, Zielgruppe sind die Leute, die zwischen
2,5 und 5.000 Euro ausgeben wollen und dafür auf diesem Markt, da schaue ich mich um, du dich ja genauso, das ist der Markt, wo wir, sag ich mal, bewältigen können und wo wir unsere Leute mit einem guten Ergebnis für ihren Geldbeutel dann ja, am Schluss mit Haaren, wie nennt man das, mit Haaren begünstigen können. Ich wusste nicht, was du jetzt sagst. Ja. Also, ich muss nur ganz kurz eingrätschen. Ich habe ja schon auch trotzdem die Kontakte zu den Ärzten, die ab 5.000 oder schnell ab 15.000, 20.000 bis 30.000 hochgehen können. Aber die Erfahrung zeigt, dass das für euch meistens einfach auch gar nicht interessant ist. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Wo man auch mal sagen muss, okay, Preis-Leistungs-Verhältnis muss ja auch irgendwo stimmen. Ich bin ein großer Freund von absoluten Top-Kliniken, aber der Preis spielt immer eine Rolle. Und 10.000, 15.000 Euro, da kriegt man mittlerweile einen Kleinwagen für, muss man erstmal haben. Auch da gebe ich euch gerne Klinikempfehlungen. Aber wenn es eben doch ein Preis, wie du hast, so 3.000 bis 5.000, ja, haben wir auch immer super Alternativen. Ist so. Eine Frage habe ich noch an dich, dann bist du hier erstmal befreit. Gerne. Weil du es angesprochen hast, ne, zu welchem Arzt sollen die Leute gehen? Ich bin ja der Meinung, die komplette OP muss nicht von einem Arzt durchgeführt werden. Klar, manche Schritte macht schon Sinn, aber am Ende des Tages kommt es eigentlich auf die Erfahrung an. Und für mich ist das Ganze auch mehr ein Handwerk. Und jemand, der jeden Tag Graft-Entnahme macht, muss nicht zwingend ein Arzt sein und kann es trotzdem besser können als ein Arzt. Was ist deine Meinung dazu? Ja, das sehe ich genauso wie du. Ich nehme es ja auch gerne das Beispiel, wieder, ich hole mir immer irgendwelche random Beispiele, Autowerkstatt. Oftmals ist der, wo den Meister gemacht hat, der Kfz-Meister, der, wo gar nichts am Auto tut. Das sind dann eigentlich immer die Leute, wo er an das Auto ranlässt, wo er vertraut, wo er weiß, okay, der hat seine Stärken von mir aus beim Motorausbau, der hat seine Stärken beim Auspuff und er guckt nur noch am Schluss, passt alles. Und so läuft es ja bei den meisten Kliniken, dass da halt irgendeiner ist, der die ganzen Teams leitet, meistens mit irgendeinem Doktortitel und der lässt dann die Leute ran. Bei Großkliniken ist es halt oft die Gefahr, weil die sehr viele Teams haben, dass es auch unerfahrene Teams gibt und da kann es dann halt auch mal passieren, dass dann halt wirklich, ja, jetzt nicht Versuchskaninchen der Patient ist, aber so in der Art kann man das schon betiteln und da schauen wir halt immer drauf, dass wir die Kliniken, wo wir die Leute empfehlen, dass ihr nicht ein Versuchskaninchen seid, dass ihr halt schon mit einer guten Qualität rechnen könnt. Darum, mein Fazit ist dazu, es muss nicht unbedingt ein Doktor machen, aber man muss halt schon ungefähr wissen oder man sollte wissen, wer macht was und dafür habt ihr uns, wenn ihr uns vertraut, wir wissen das in der Regel schon. Was wichtig ist, ist natürlich, dass ein Doktor oder ein Arzt immer anwesend ist, ja, für den Fall der Fälle, dass irgendwelche Nebenwirkungen oder Komplikationen auftreten. Da geht es nicht um die Qualität der Arbeit, sondern wirklich um irgendwelche Blutdruck oder sonstigen Probleme, die auftreten, genau, könnten. Da sollte halt immer ein Arzt dabei sein. Richtig. Aber durchführen die OP muss er nicht zwingend. Ja. Genau, da sind wir beide gleich und du sprichst es ja an. Ein Arzt muss da sein, falls irgendwas passiert, wo außerhalb von der Haartransplantation, sag ich mal, dem Menschen in der Situation eintrifft, dass der Arzt handeln kann, dass er sein Know-how hat. Genau. Genau. Super, ich könnte dir zwar noch 1000 weitere Fragen stellen, aber ich denke, das Video ist lang genug. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, in Kombination mit uns, können wir sowas auch gerne öfter machen. Schreibt es gerne in die Kommentare, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir weitere Fragen sonst gerne in die Kommentare und wir beantworten die in einem der kommenden Videos sehr gerne. Ja, dann macht's gut. Bis dann, ciao. 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 Ciao.